Ich frage mich ja, schafft Bremen sich gerade ab? Sparen die da in der Finanzbehörde unser Gemeinwesen kaputt? Unsere Schulen, Gerichte, Standesämter, also alles das, wofür wir unsere Steuern zahlen? Ist doch eigentlich ein Armutszeugnis, oder? Da werden zum Beispiel Verdächtige aus der U-Haft entlassen. Nicht, weil sie unschuldig sind, nein, sondern weil das Gericht so viel zu tun hat, dass sie den Fall nicht zur Anklage bringen können. Ein halbes Jahr lang. So geht Justiz in Bremen. Und dann sind da noch die Schulen. Inklusion und Ganztag steht da dran, aber genauer hingucken sollte man besser nicht. Denn Inklusionskinder gehen wochenlang nicht zur Schule, weil einfach zu wenig Sonderpädagogen da sind und kranke Lehrer werden durch Studenten ersetzt. So geht Bildung in Bremen. Ach ja, und dann ist da ja noch das Stadtamt. Wer ein Auto zulassen will, sollte das besser Monate im Voraus planen. Und heiraten geht dieses Jahr übrigens gar nicht mehr. So geht Bürgerservice in Bremen. Und was machen die Senatoren? Zeigen mit dem Finger auf ihre Spitzenbeamten und sagen, die müssen sich besser organisieren. Aber mal im Ernst, wer hat die denn eingestellt und wer muss deren Arbeit kontrollieren? Vielleicht ist es aber auch so. Bremen hat gar nicht genug Geld, um ausreichend Lehrer, Staatsanwälte, Richter und Verwaltungsangestellte zu bezahlen. Und es traut sich einfach keiner, das offen zuzugeben. Denn dann müsste man ja auch offen zugeben, dass Bremen sich gerade sehenden Auges selbst abschafft.